Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus und begrüße euch zu unserem wunderschönen Fishing-Simulator. Und ja, da möchte ich euch mal ein bisschen was zeigen. Es hat sich ein bisschen was getan in unserem Early Access-Spiel. Und die Entwickler haben, ihr seht es schon, eine 3D-Option reingemacht, dass man seinen Charakter auch mal von außen sieht. Jedenfalls sieht er sehr hässlich aus. Er hat so eine leicht die Plauze. Und zwar gehen wir mal ins Menü, was wir bis dahin sehen können. Und zwar hat man immer noch die Option, dass man hier seine Akademie macht. Des Weiteren so eine kleine Challenge oder ganz normal hier dieses Angeln lernen. Oder jetzt hier dieser freie Modus. Des Weiteren wollen die dann irgendwann mal, dass man seinen Charakter individuell gestalten kann. Und hier welche Fische man fangen konnte. Bis jetzt lassen sich die Felder Community, Charakter und dieses Prognose nicht öffnen, genauso wie Shop. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal schnell in den freien Modus und versuchen mal einen Fisch zu fangen. Und ihr habt ja gesehen, dass man, ja, hier wird man nochmal eingeleitet, wie was funktioniert. Interessiert uns nicht. Ich habe natürlich hier einige Optionen, wo ich angeln kann. Entweder hier vorne oder hier bei unserem kleinen Zelt. Und ja, oh, da springen sie schon ein bisschen raus. Ich habe es im Vorfeld noch gar nicht so richtig angeguckt und nur mal gelesen, was sie da reingeschrieben haben. Und ja, ein Großteil geht darum, dass man Fehler behoben hat und jetzt diese 3D-Option. Ich spiele das alles mit dem Xbox-Controller, das geht ganz gut. Sollen ja... Oh. Ja, so sollte es jetzt nicht sein, ne? So, jetzt hinter das Ding und nicht so weit. Gut, wir haben die andere Seite getroffen. Ah, gut, dann holen wir das Teil mal wieder ein. Grafisch muss ich immer sagen, sieht das hinten noch sehr, sehr, ja, matschig aus. So, jetzt habe ich erstmal einen Steg geangelt. Naja, kann nicht jeder. Und, ja, und grafisch, ja, keine Pracht und genauso. Ach, jetzt lass das Ding noch nicht einfach mal hängen hier. Und physikmäßig haut das auch noch nicht so hin. Oh. So, das reicht denn erstmal. 22 Yards, auf Deutsch ist da noch nichts. Wir gucken mal, was für einen Fisch wir jetzt fangen. Warten wir mal ganz geschmeidig. Wir müssen auch ein bisschen ruhig sein, weil sonst hören uns die Fische. Oh, stellt man. Oh, da hinten sind sie. Die Fische. Gucken wir mal ein bisschen näher ran. Anfüttern. Wie inwiefern das alles noch mit anderen Optionen oder dass man dann auf dem Meer, auf dem Schiff denn angeln kann und vielleicht auch den Fisch so richtig unter Wasser durch eine kleine ja, Mini-Ansicht sieht, wäre auf jeden Fall auch mal sehr interessant. Oh, nee, das war ich selber. Ich hole mal jetzt wieder ein. Und schmeißt sie noch einmal raus. Wir wollen natürlich einen riesen Karpfen fangen. Und wie viele Fischarten es denn gibt. Das Problem, was ich ja sehe, ich habe ja diesen Shop da gesehen, dass man sich da vielleicht irgendwelche Sachen dann freischalten oder kaufen kann. Oder ob man das dann erspielen kann. Das ist halt so eine, gerade in dem Bereich, Early Access mit Vorsicht zu genießen. Wo sind denn die dämlichen Fische? Vielleicht sollte ich doch nicht so viel erzählen. Komm her. Fisch. Ja, wie wir... Oh, jetzt kommen sie. Ah, verdammt. Immer wenn er abhauen will, kommen die an, die dämlichen Fische. Ach. Ja, komm noch mal her, Angel. Ja, einige von meinen Leuten, die freuen sich ja immer, wenn ich den Fischsimulator zeige. Aber man muss auch mal was anderes zeigen, ne? So, jetzt halten wir mal die Angel ganz, ganz ruhig. Und hier vorne springen sie rum, die Kleinen. Ich krieg euch alle, wenn ich den Stöpsel ziehe. Und da ist der Fisch, da ist der Fisch. Oh, ich hab ihn an der Angel. Oh, ist das schwer. Oh, komm her, du kleiner nasser Fisch. Oh, ich durfte natürlich nicht zu dolle dran ziehen, sonst verliere ich ihn. Ey, 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 nicht hinten ins Geschripp rein. Nein, 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 nein. Wir müssen ein bisschen nach
links ihn rüberholen. Ah, man sieht auch die Animation. Ich hoffe, das kommt so rüber, dass man... Uiuiui. Dass der Fisch nicht richtig animiert wird. Also bis jetzt noch nicht. Er ist einfach nur seitlich gekennzeichnet. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich den ein bisschen näher hole. Und da geht er nochmal kurz unter Wasser. So groß kann er nicht sein, weil die Angel hat immer noch genügend Kraft. Sonst würde hier unten... Ich mach das mal auf 5. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet jetzt. Ich mach das mal zurück. Jetzt, ihr merkt es schon, ne? Wenn ich jetzt auf 1 mache oder auf 2 und ziehe wie ein Blöder, dann kommt diese Warnung. Ach, der... Jetzt ist er weg. Ah. Ich mach das mal auf 3. Falls es einer weiß von euch, was es bedeutet. Jetzt will ich aber endlich mal den Fisch holen hier. Kann nicht wahr sein, dass ich hier keinen Fisch hole. Oh. Ja, das war ja wieder super. Ja, weil sonst hau ich den zu weit weg, ne? Hey! Ach, komm mal her jetzt hier. Ey, warum will der nicht? Irgendwie kriegt das Ding nicht mehr so weit. Hier vorne kommt doch kein Fisch ran. Hm. Ich höre überall... Oh, da ist er! Da ist doch was! Und... Oh, das könnte richtig großer sein. Oh. Oh, komm her, komm her, komm her. Und die Angel, die hat ganz schön zu tun. Da soll es auch irgendwann andere Angel und Köder etc. alles so geben. Ah, ich durf nicht so doll. Ich... Oh, komm her. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe mal so ein, ja, wäre der 14 Zoll großer Fisch. Und 19 Kilo oder oh, amerikanische Pfund oder wie auch immer das alles heißt hier. Und der kämpft, der kämpft, der kämpft. Inwiefern die denn müde werden und ich die denn nach vorne hole, kann ich noch gar nicht so sagen. Oh, meine Angel hat zu tun. Ich werde den mal auf 0 wieder skalieren. Komm her. Ah, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist jetzt wirklich... Der Mann kämpft gegen den Fisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch richtig so mache. Oh. Will nicht, dass die Sehne hier reißt. Ich krieg den aber auch nicht näher ran. Es ist wirklich... Ich drehe, ich drehe, ich drehe. Ich muss das immer so machen. Und jetzt kommt er langsam ran. Er kommt langsam ran. Er ist ein bisschen müde geworden. Und ihr seht die Animation. Die ist jetzt nicht so toll von dem Fisch. Eigentlich so gut wie gar nicht animiert. Aber er wird müde, ne? Ich glaube, der ist müde geworden. Jetzt haben wir ihn gleich. Nur noch die letzten paar Meter. Und dann haben wir den Fisch gefangen. Ah, komm, 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 komm. Nicht, dass ich dich noch verliere. Komm her, komm her. Komm jetzt in diese Zone rein. Und da haben wir ihn. Oh, hör doch auf, ey. Ein riesen Kap. Schönes Teil, ja. Das war die zweite Phase vom Update, was die jetzt rausgebracht haben. Im Grunde genommen kann ich sagen, dass man jetzt das freie Angeln hat und seinen Charakter jetzt von außen betrachten. Und ja, im Vorfeld gab es auch schon mal ein Update, dass man aus der ja, Ego-Perspektive ganz normal hier um die ja, See hier, um die See, ja, rumlaufen konnte. Jetzt kann man das aus der Third-Person-Perspektive und ja, ganz normal frei angeln. Das sollte es eigentlich gewesen sein mit der zweiten Phase des Updates. Und mit den Worten, lasst mich einfach mal in Ruhe mit meinem Riesenfisch. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Haut rein. Blub, blub. Weg ist er, Maximus.